Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde, auf ein Café mit Pater Albert. Ja, guten Ja, Morgen, guten guten Morgen, Pater Morgen. Ja, Albert. guten Morgen, frisch, fromm, fröhlich, frei. So sagen Sie hier immer im Pfarrhaus. Ja, Ja. richtig gut, dass der Kaffee dabei ist. Ja, Habe das ich so stimmt. heute Morgen das Gefühl, aber wir gehen mal nicht auf Einzelheiten ein, sondern Sie werden sich bestimmt fragen, was ist heute das Thema? Und wir haben uns gedacht, passend auch zum einen besonderen Tag an diesem Wochenende, dem Ehrenamtstag in Rheinland-Pfalz, sprechen wir heute mal über das Ehrenamt. Ein sehr wichtiges Thema auch für die Kirche. Genau, und ja, vielleicht mal so die Frage an den Pater, vielleicht direkt ins Herz. Ja, wäre die Kirche überhaupt ohne Ehrenamt ja überlebensfähig oder könnte sie sich überhaupt so präsentieren? Nein, ein eindeutiges Nein. Also das Hauptamt ist natürlich, sind die Geistlichen, die Priester, dann nachgeordnet, in Anführungsstrichen, ohne jetzt unterzubuttern, natürlich die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter in der Pastoral, natürlich damit das Ganze klappt, braucht es eine Verwaltung, das ist alles hauptamtlich. Es braucht Küsterinnen, Küster, Organisten. Gut, das ist so der hauptamtlichen Apparat, aber ohne das alleine würde nicht genügen. Also damit zum Beispiel eine Messe gefeiert werden kann, damit sie würdig und feierlich vollzogen werden kann. Ja, braucht es in der Regel Messdiener, es braucht ein Lektor, Lektorin, wenn es natürlich besonders gut ist, eine Kantorin, ein Kantor. Ja, da haben wir schon allein, nur damit die Messe ja, würdig oder auch damit das nicht nur eine One-Man-Show des Priesters ist, sondern damit das Volk Gottes eben auch sich widerspiegelt in den Diensten der Liturgie. Aus Ehrenamt. Und gerade bei der Messe, wenn es besonders feierlich ist, kommt ja dann auch noch mal ein Chor dazu, Da zum kommt Beispiel, zum ne? Beispiel ein Chor dazu, eben der Weser wir bei uns in Klausen, auf den wir ja sehr stolz sind, der dieses Jahr auch 150-jähriges Jubiläum hat, unser Kirchenchor. Das können wir leider so nicht feiern, war für Mitte August geplant, aber da hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eben, also von daher der Chor. Die Chöre in Klausen, wir sind in der glücklichen Lage, zwei ganz tolle Chöre in Klausen zu haben. Einer davon ist eben unser Chor, der Kirchenchor, alles Ehrenamt. Gerade beim Ehrenamt ist es ja auch so, es gibt ja noch wie im normalen Leben, Sie werden es auch kennen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie selber im Ehrenamt ist, einige Ehrenämter sind, ja, wie zum Beispiel jetzt mein Ehrenamt, was jetzt vor der Kamera ist, sichtbarer als andere Ehrenämter. Und das sind natürlich auch welche, die nimmt man gar nicht wahr, aber man wird sie natürlich wahrnehmen, wenn es sie nicht mehr gibt. Gibt es vielleicht mal so ein paar Beispiele, und ich weiß, es ist immer schwierig, dann alle nennen zu können, weil man vielleicht dann doch nicht direkt an alle denkt, aber vielleicht mal ein paar Beispiele von so Ehrenämtern, die vielleicht nicht so offensichtlich da sind, die dir vielleicht gerade einfallen, die so im Hintergrund vielleicht mehr so agieren. Also bei uns sind das sicherlich, du bist auch der Mitglied eines unsichtbaren Ehrenamtskreises des Verwaltungsrates. Also das finde ich ist ja ein ganz wichtiges Gremium hier. Ne? Die Verwaltung einer Kirchengemeinde ist, sage ich mal, auch auf ja, das Ehrenamt gegründet. Ne? Ihr kontrolliert mich oder uns Hauptamtlichen, damit wir auch hier das alles richtig machen. Es werden strategisch Richtungsentscheidungen getroffen, wie jetzt hier vorgegangen werden soll in Bausachen, in Personalangelegenheiten. Das ist ein ganz wichtiges Ehrenamt. Die Räte, auch der Pfarrgemeinderat ist ein wichtiges Ehrenamt im Hintergrund, was man so ja nicht wahrnimmt. Auf Festen, ich sage mal, auf manchen Festen, Pfarrfesten, das gilt ja so für uns nicht so, weil wir jetzt nicht so ein Pfarrfest haben, aber viele Gemeinden haben noch Pfarrfeste, solche Veranstaltungen, Kuchen, die gebacken werden, abgegeben. Ich meine, das gilt auch für unsere Kinderferienfreizeiten, für unsere Messdienerfreizeit, also die Kuchen, die da von Eltern oder nicht nur von Eltern, von anderen gebacken werden, für die Motorradwallfahrt, wo wir immer aufrufen, dass da Kuchen gespendet werden.
Die Ordnerdienste für unsere Veranstaltungen, ich sag mal, die wir gerade auch in diesem Jahr, finde ich, die ganzen Ordnerdienste, die sind ja so wichtig geworden, wie sie vielleicht vorher waren. Sie auch wichtig, aber sind jetzt noch mal wichtiger geworden. Was wären wir ohne unsere Crew gewesen, die Autogottesdienste? Also die Autogottesdienste konnten ja nur stattfinden, weil es da eben toll junge Leute gab. Und das ist, finde ich, auch ganz toll in Klausen, dass wir sagen können, das war auch die Jugend, also junge Leute, die da die Ordnerdienste gemacht haben. Also es gibt viele im Hintergrund unsichtbare Leute, die da agieren, die man nicht sieht, ne, und die ganz wichtig sind, damit überhaupt Kirche, eine Kirchengemeinde funktioniert. Ich meine, fleißige Hände, finde ich, ne, ist ja, also das sind für alle die Zuschauer, die das nicht wissen, das sind die, die uns unterstützen bei den Veranstaltungen, damit sie hier in Klausen eine Veranstaltung besuchen können, muss viel geleistet werden. Auch da machst du ja ein unsichtbares Ehrenamt. Bevor der Gast erstmal in Klausen sein kann, muss der kontaktiert werden. Es müssen die Bedingungen, unter denen er hier hinkommt, müssen mit ihm verabredet werden. Also das ist schon mal erstmal viel unsichtbares Ehrenamt, von dem keiner mitkriegt. Wenn Günther Jauch dann hier sein wird, da liefen ja sehr, sehr viele Gespräche, Kontakte bis zu dem Tag, wo er hier hinkommt. Dann, wenn die Veranstaltung da ist, auch da gibt es wieder Ordner. Es müssen Bänke, Stühle in diesem Fall ja aufgestellt werden. Das muss alles vorbereitet werden. Also sowohl für den, ich sag mal, Grundvollzug von Kirche, wie auch für den, sag ich mal, die zusätzlichen Dinge, wie jetzt bei uns in Klausen, wie Kulturveranstaltungen, Fahrfeste etc., besondere Gottesdienste brauchst das Ehrenamt. Ohne das geht es gar nicht. Ich erinnere mich noch, wir hatten es in einer der letzten Folgen, die berühmten Krautwische. Ja. Das ist ja auch so ein unsichtbares Ehrenamt, genau, wo viele auch fleißige Frauen jedes Jahr sich einige Stunden Zeit nehmen. Und jeder ist froh, wenn diese Krautwische dann in der Kirche auslegen gegen Spende. Oder ich denke auch noch als Beispiel vielleicht an die Messen. Ich weiß, wenn jetzt die großen wie Wallfahrtseröffnungen etc. sind, die ganzen Kerzen anzuzünden, ist natürlich auch etwas, was also Küsterinnen unterstützt, aber auch viel Ehrenamtliche, die das machen. Ohne die geht's nicht, genau. Also um noch einfach zwei, drei weitere Beispiele zu nennen. Und ja, jetzt, ich versuche ja den Pater immer so ein bisschen aus der Fassung zu locken mit meinen Quizfragen. Ja, wie viel Ehrenamtliche mag es denn wohl so rund um die Kirche in Klausen geben? Also ich habe da das auch nur eine Schätzzahl, also ich würde sie im Bereich der zwischen 200 und 250 Menschen. Also wenn man die Chöre nimmt, die Messdiener nimmt, Sternsinger ist auch ein wichtiges Thema, die da Katecheten, ne? Also wenn damit Kinder Erstkommunionen feiern können, braucht es auch nochmal Katecheten, die Kinder vorbereiten, die Schnittstelle zu den Hauptamtlichen, zu mir, dem Priester sind oder so. Also das, ich glaube, wir kommen bestimmt auf eine Zahl, die Gremien zwischen 200 und 250 Leute. Manchmal sind die natürlich auch identisch. Du hast ja nicht nur ein Ehrenamt, sondern viele Ehrenämter hier in der Kirche. Ist für viele andere auch so. Oder für einige andere auch so. Aber trotzdem, wir kommen bestimmt auf eine Zahl von 200 bis 250 Leuten, ja. Ohne die es nicht geht. Genau, also und was meinst du denn, ich meine, was du so mitbekommst, warum machen die Leute denn das Ehrenamt? Das ist eine gute, also wir werden ja gleich mal das umdrehen, du kannst das ja mal beantworten, aber vielleicht versuche ich mal aus meiner hauptamtlichen Perspektive das, ja, warum machen die Leute das? Also ich glaube, Kirche ist natürlich, geht um den Glauben, ne? Klar, die Kirche geht um den Glauben, auch an der positiven Beziehung zur Kirche. Die Menschen wollen der Kirche, wollen es ermöglichen, dass es Kirche gibt, nicht der Kirche. Ich glaube schon, sie hoffentlich fühlen sich selber als Kirche, sondern sie wollen ermöglichen, dass es Kirche gibt. In diesem Fall hier konkret Klausen. Ich glaube, das macht sich auch oft konkret mit Orten fest oder Personen. Man möchte für seinen Ort, wo man lebt, jetzt im Fall von Kirche, gucken, dass es eben Kirche gibt. Oder ich vermute mal, wenn man in einem Ehrenamt, in einem Verein hat, möchte man in seinem Ort gucken, dass es dort Fußball gibt oder
Angelverein oder was auch immer. Das Ehrenamt ist ja sehr vielfältig. Ich glaube, dass es gibt also einen Bezug zur, also einen positiven Bezug zum, zur Institution oder zum Tun eher noch, zum Tun an dem konkreten Ort. Ich glaube, beides ist wichtig. Man muss also irgendwie, man muss das Tun, muss man gut finden und natürlich dieses Tun am Ort ermöglichen. Ich glaube, das sind so die zwei Komponenten, die da eine Rolle spielen. Ich glaube, jetzt diese, ob man, gut, bei der Kirche kommt der Glaube dazu, natürlich. Der ist natürlich auch wichtig. Der hat ja mit dem Tun, hängt er im Zusammenhang. Das ist natürlich, kommt bei der Kirche noch dazu. Aber so ähnlich wie der, wie man, also jemand, der Fußball hasst, wird schwerlich vermutlich den Fußballverein vor Ort unterstützen. Also der, man muss auch selber Fußball gerne spielen oder Fußball gerne angucken, um für einen Fußballverein ehrenamtlich tätig zu sein. So ähnlich muss man auch gerne in die Kirche gehen oder irgendwie den Glauben an Gott, den Glauben an Jesus Christus, das Singen, das, diesen Glauben feiern, gerne tun. Und das ist, glaube ich, die Voraussetzung. Also das sind so die Komponenten. Also das Tun und der Ort, würde ich es mal so sagen. Also, wir können ja wechseln, jetzt bin ich mal der Interviewer. Genau. Das ist der Moment des Wechsels, das ist es nicht. Weil wir natürlich, das darf ich ja jetzt sagen, wir sind natürlich auch sehr stolz auf den Tobias, weil der Tobias ja da am Sonntag wird es sein, ne? Sonntag, das ist, ist das der siebte? Der sechste September. Sechste. Sonntag, den sechsten, kriegt unser Tobias einen Preis verliehen vom SWR-Fernsehen, den Ehrenamtspreis. Und das ist ja eine große Ehre, weil das ist ja immer so, also erstmal natürlich auch der Preis für ihn, für das, was er hier in ganz vielfältiger Weise tut. Das eben ja schon mal ein bisschen erklärt, damit Sie hier in Klausen zu Gast sein können, damit Sie diese Sendungen gucken können hier. Auch das Ehrenamt ist, die setzen uns ja nicht einfach hin, sondern es muss aufgebaut werden, abgebaut werden, es muss sich was überlegt werden und so weiter und so fort. Also es gibt viele, viele Dinge, die der Tobias tut. Und deswegen bin ich, aber nicht nur ich, ich glaube hier viele in der Kirchengemeinde auch sehr stolz, dass er diesen Preis kriegt, in erster Linie für ihn. Und in zweiter Linie natürlich, der Preis ist auch für die vielen Ehrenamtlichen, die mit ihm, mit uns zusammen hier, oder die hier die Dinge in Klausen ermöglichen, die wir eben schon erklärt haben. Deswegen ist das natürlich was Tolles und deswegen wäre natürlich jetzt meine erste Frage, konkret, warum setzt du dich für einen Verein ein oder für die Kirche ein, von der manche sagen, sie ist rettungslos verloren? Ja, eine sehr gute Frage, aber was du vorhin schon mal anklingen lassen hast, man muss natürlich irgendwie Fan sein von etwas, ne? So, also ich bin Fan der Kirche, vor Ort hier auch, und weil es eben auch Spaß macht, sie werden es verfolgen, die Kirche ist hier aktiv. Es ist, sag ich mal, wenn ich an meinen Heimatort denke, viele werden es vielleicht wissen, ich komme gebürtig aus Dortmund und da war ich schon vor Jahren mit meinem Sohn, als er zur Kommunion gegangen bin, in einer Messe und wir waren 10 Minuten vor der Messe und ich hatte gedacht, die Messzeit hat sich geändert, weil die Kirche noch leer war. Und das war schon vor Jahren. Das heißt also, ich sehe auch, wie eine Kirche zugrunde gehen kann, wenn man sich nicht einbringt oder das, ob jetzt ein Verein ist und so weiter. Das heißt also, ich finde das Ehrenamt wichtig. Grundsätzlich, ich bin auch in verschiedenen Bereichen Ehrenamt tätig, nicht nur in der Kirche, sondern auch zum Beispiel in Beiräten, in Schulen oder so, wo meine Kinder dabei sind. Auch wichtig. Weil ich einfach es schön finde, was mitzugestalten und mich mit einzubringen und einfach auch was, ich sage es immer so, ein bisschen zurückzugeben. Also meine, ich glaube, sag mal, kann jeder für sich selber beurteilen. Ich glaube, mein Leben ist soweit ganz gut verlaufen. Bin dafür auf hohen dankbar. Und wenn es einem gut geht und auch man gesundheitlich in der Lage ist, ist es schön, etwas zurückzugeben und sich einzubringen und eben auch was mitzugestalten. Und das macht es mir hier bei der Kirche sehr viel Spaß. Wir konnten sehr innovativ sein mit den Gottesdiensten, mit den Übertragungen zu Corona, dass ich vielleicht auch mal zwar den christlichen Gedanken mit einbringe, aber weil ich ja eigentlich aus einer anderen Arbeitswelt komme, vielleicht auch mal so
paar andere Impulse setzen kann, die teilweise aufgenommen werden, teilweise eben nicht. Aber ich glaube, grundsätzlich wäre das schon nicht so schlecht. Und das macht mir einfach Spaß. Und man sieht ja auch, dass man was bewegen kann. Und das ist auch ein schönes Ergebnis. Und umso mehr bin ich wirklich sehr stolz, aber auch finde ich sehr geehrt, dass ich da für diesen SWR-Preis Ehrensache nominiert wurde. Ganz, ganz tolle Ehre, die aber wirklich tatsächlich, du sagst es auch immer so schön, einer muss eben der Kopf sein, einer ist visibler, aber genauso, sag ich mal, wie die Kirche ohne dich, also mit dir alleine nicht geht, geht das Ehrenamt, sag ich mal, mit den Veranstaltungen etc. nicht alleine. Das sind immer ganz, ganz viele Schultern, auf die das getragen wird. Von daher sehe ich das auch eher persönlich als einen Gruppenpreis, den ich entgegennehme, weil ohne die vielen helfenden Hände wäre das nicht möglich. Ich glaube, was auch wichtig ist, und das fällt mir immer auf, auch wenn ich natürlich in dem Sinne kein Außenstehender bin, sondern Teil der Organisation, unsere Gäste sind nicht nur Sie, hier Zuschauer und Zuschauerinnen, die Veranstaltungen, glaube ich, genießen, sondern es sind eben auch unsere Gäste, also die Künstlerinnen, Künstler, die Referentinnen, Referenten, die kommen auch schon wohl vorbereitet hin. Ist das dir auch wichtig, oder? Ja, also mir ist, also ich glaube, da ist was dran, weil es gibt meistens sehr viel E-Mail-Kontakt, auch zum Management, weil der eine oder andere fragt ja, also als ich jetzt auch gerade zum Dreh hier hochgekommen bin, habe ich auch Leute getroffen und gesagt, wie machst du das immer mit der Zeit? Also wir haben hier unseren Stargast, guten Morgen. Guten Morgen. Genau so, das war ja auch immer wieder gewünscht, dass wir mal hier wieder Stargast haben. Genau. Jetzt ist er da, die Trinchen. Ich mache das ja vor der Arbeitszeit, außerhalb der Arbeitszeit. Und deshalb kann man ja auch in der heutigen Zeit auch diese E-Mails, die kann man ja zu jeder Tag- und Nachtzeit schreiben, dann, wann es eben reinpasst. Und das ist das Gute. Und ich glaube, von mir sagen zu können, dass ich nette und freundliche E-Mails schreibe, sodass, also ich möchte auch immer eine positive Grundstimmung schon herstellen, dass es eben, wenn die Leute da sind, dass sie eben auch nicht irgendwie gehetzt oder wer weiß was passiert, sondern dass sie einfach schon in einer guten Stimmung hinkommen. Und es scheint, glaube ich, so, dass es bisher ganz gut geklappt hat. Das ist auch mein Eindruck. Also wir hatten ja auch so Willi Weitzel mit seiner berühmten Weihnachtskarte. Ich glaube, auch dieses Haus hier spielt auch immer eine Rolle. Hier haben wir auch eine Gastgeberin, die auch auf ihre Art und Weise immer wieder mal gerade unsere Gäste beglückt. Trinchen, du bist ja auch immer jemand, der gerne gerade unsere Prominenten besucht und dann mit dabei ist. Pfarrhaus Forever, das ist ja eine tolle Weihnachtskarte von Willi Weitzel gewesen. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, wir wollen ein kurzes, knackiges Format. Das zitiert mich, aber am Ende möchte ich doch noch einen kleinen Aufruf starten, weil wir haben jetzt uns beispielhaft ein bisschen mehr fokussiert als auf mich als Ehrenamt. Natürlich gibt es viele, viele andere, die ein Ehrenamt machen, und es ist wirklich eine ganz tolle Fügung. Dass beim SWR-Fernsehen gibt es auch noch einen Publikumspreis. Und dieser Publikumspreis wird noch vergeben. Da kann man online für voten oder wählen. Und da ist auch noch jemand aus Klausen nominiert. Das freut mich wirklich sehr. Und mich würde es umso mehr freuen, wenn, und das wäre wahrscheinlich in der Geschichte einmalig, wenn mit einem Schlag zwei, die sich für Klausen engagieren, tatsächlich auch einen Preis bekommen am Sonntag. Das ist nämlich der Peter Kischke. Der Peter Kischke ist auch jemand, der im Hintergrund arbeitet, aber was er tut, ist wirklich super toll sichtbar. Und jeder fragt sich, wer macht das? Nämlich er pflegt wirklich in intensiver Arbeit, und es gibt auch einen Film dazu im SWR Fernsehen. Und da wird über 15 Stunden in der Woche gesprochen. 15 Stunden in der Woche in den Sommermonaten ist er dann im Abtsgarten, im ganz wunderschönen Abtsgarten mit seinen ganzen Kräutern. Jetzt habe ich den Schwanz hingesehen. Und dafür, für diese Ehrenamtsarbeit, ist er auch nominiert. Da gibt es einen ganz schönen Kurzfilm zu, wo er vorgestellt wird, unter swr.de/ehrensache. Und da können Sie auch wählen. Und es wäre super, wenn Sie da auch für den Peter Kischke wählen würden. Und da gibt es zwei Wahlgänge. Der erste Wahlgang ist bis zum 4. September um 12 Uhr, also
bis vor 12 Uhr. Da wird aus den bisherigen 10 die besten 3 ausgesucht und dann danach direkt bis in die Sendung am 6. September wird dann der wirkliche quasi Sieger ausgesucht. Ja, und also von daher wählen Sie, abstimmen, teilen, dass wir vielleicht sogar 2 Preise, das wäre das sehr schön, nach Klausel bekommen. Und ja, wie gesagt, also ich sehe ja, sag ich mal, meine Auszeichnung wirklich als Auszeichnung hierfür auch die Ehrenämtler hier in Klausel. Und es ist manchmal, gibt es eben Leute, die mehr vor der Kamera stehen oder sichtbarer sind. Das ist jetzt in meinem Ehrenamt vielleicht, wenn man so möchte, ein Vorteil. Aber wie gesagt, ich verneige auch mich und ziehe meinen Hut vor allen, die sich hier engagieren. Und ich hoffe, wenn ihr oder sie das seht, die sich hier engagieren, dass sie es genauso weiter froh und munter macht wie in der Vergangenheit, weil, wie der Pater so schön sagt, ja, ohne uns, ich nehme uns jetzt mal zusammen in ihrem Land, ist der Pater nichts. So, naja, also ein bisschen überzogen, aber so ist es so. Und deshalb ist es ja umso schöner, dass wir uns engagieren. Und also mir macht es Freude, ich hoffe euch auch. Und mit diesem freudigen Gruß würde ich sagen, wie wir immer sagen, ne, diesmal zu dritt. Ne? Genau. Also, wir sehen uns in Klausen. Alles Gute, schöne Woche. Tschüss.